Kanzlerelite gegen Briten. Was will man mehr? Heute wieder mal gegen Maximus, einer der derzeit besten Briten, wo noch aktiv spielen und auch früher Level 20 erreicht hatte. Also gutes Beispiel wieder mal. Semois, ehrlich gesagt eine Map, wo man mit Panzerelite keine AC spielen sollte. Funktioniert in ganz seltenen Ausnahmen nur. Aus dem einfachen Grund, weil der Brite zu 99% diesen Sektor capt, mit dem HQ dann hier parkt und hat dann schon mal einen gesicherten High Fuel Income. Das heißt, schneller Steward, wenn man 2 AC spielt, natürlich ein Big Problem dann, irgendwas gegen den Steward zu tun. Es geht sich zeitlich aus, dass man ein ADHD aufs Feld bekommt, aber der Brite muss dann nur 2 oder 3 Steward spielen. Und schon hat man als Panzerelite so gut wie verloren. Deshalb habe ich mir vor langer Zeit überlegt, okay, wir müssen eine bessere Strategie aussuchen gegen das. Und bin zu dem Entschluss gekommen, 3 Grad Start, into D2, Half-Track, Shrek-Upgrade und dann versuchen das D2 zu zerstören, im besten Fall bevor der Captain draußen ist. Weil wenn der Captain draußen ist, dann kann der Brite das D3 holen und dann wird es auch schwierig, wenn die Stackhands rumrollen. Aber ja, ich glaube, das ist ein sehr interessantes Game. Vor allem meinerseits ein paar schlechte Moves gemacht, aber trotzdem erfolgreich dann zu Ende gebracht, das Game. Also, schauen wir mal rein. So, wir haben mit dem ersten Kettengrad direkt runterfährt in den Süden, wo der Brite, wie gesagt, zu 99% capped und sein HQ natürlich dann auch platziert. Geht sich das zeitlich aus, dass man ihn von dem Sektor wegpushen kann? Ich bin ja persönlich nicht so der Fan davon, von pushen und cappen. Ich bin lieber der Freund von Sneaky Beaky-like, warten bis der Gegner von dem Sektor wegrennt und dann wieder cappen. Das ist viel nerviger, finde ich, teilweise. Ja, hier sehen wir, der Brite hat ein bisschen über die Hälfte den Fuel gecappt. Jetzt haben wir hier natürlich das MG-Nest, was zusätzlich Damage auf das Kettenkran macht. Hier wurde es nochmal knapp mit dem Decap und hier der Motorschaden. Allerdings nicht so schlimm, weil wenn es funktioniert hat, ihn zu decappen, ist es auf jeden Fall drinnen, das Kettenkran zu verlieren, ohne sich Gedanken dazu zu machen, ob das jetzt sich gelohnt hat oder nicht. Es hat sich ja doppelt gelohnt, weil er diesen Sektor abgebrochen hat zu cappen, weil er gesehen hat, okay, vielleicht kommt sonst dieses Captain-Grad davon mit gedammt Luftwaffe-Doktrin. Natürlich sehr cool, kann man hier angenehm vorbeifahren, aber ja, darum hat er das abgebrochen und das Zeitliche verzögert sich jetzt für ihn umso mehr. Ja. Die restlichen 2 Kettenkräder cappen langsam, aber sicher die Map. Das D2 wird hochgezogen. Wir schauen mal ganz kurz zum Briten, wie es aussieht. Das würde ich jetzt auch mal für sehr ungewöhnlich behaupten, dass er eine zweite Einheit spielt und diesen Sektor cappt. Normalerweise Lieutenant und dahin, einfach weil man schneller ist. Aber ja, ja. Sehr ungewöhnliches AQ-Placement kommt natürlich aus dem einfachen Grund, weil ich hier decapped habe. Er musste das HQ so schnell wie möglich irgendwo anders platzieren. Darum erstmal hier. So. Gefolgt von dem Brain Carrier. Das heißt, wahrscheinlich will er auf meinen Fuel jetzt ein bisschen Druck ausüben. Aber wie gesagt, ich spiele nur D2 und Shrek Upgrades. Da ist der Fuel auch nicht so intensiviert, wie wenn ich AC spielen würde. Mittlerweile schon das erste Half-Track auf meiner Seite in Produktion. Jetzt sehen wir auch schon bald ein paar kleine Fehler oder ja, kleine Fehler würde ich jetzt nicht behaupten, schon ordentliche Fehler von meiner Seite aus. Kommen wir dazu gleich. Hier versuche ich natürlich jeden Fuel zu bekommen, der wo geht. Hier noch schnell den Connection Point mit der ersten Panzereinheit zu cappen. Funktioniert auch tadellos soweit. Muss allerdings einiges an Health Damage einstecken.
Will hier noch in die Green Cover laufen, funktioniert auch. Hier Druck auf den Fuel ausgeübt. Wie wir sehen, das Panzerschreck Upgrade kostet 35 Fuel. Ich habe bereits das Half-Track auf dem Spiel. Das heißt, ich bin auch schon nahe dran an dem Upgrade. Das einzige Schlechte jetzt daran ist, wenn er diesen Tick hat, dann bekomme ich diesen Ammo nicht mehr. Die Schreck-Upgrades 75 jeweils. So, hier der erste große Fehler. Viel zu spät retreated. Snipe-Schuss. Full Unikill. So. Pain in the ass, würde ich mal sagen, hier an dieser Stelle. Nicht so cool. Erstmal eine Panzergrenadiereinheit nachbauen. Hilft nichts, ich brauche zwei. Und wir sehen auch schon den zweiten großen Fehler jetzt wieder. Ah ja, das sollte ja normalerweise nicht stattfinden. Also, wie gesagt, das ist jetzt ein gutes Beispiel, wie man auch trotzdem noch ein relativ gemütliches Game gegen einen guten Briten haben kann, auch auf Semois. Ja, hier wieder irgendwie geschlafen, Sniper-Schuss wieder versäumt. Nächste Full Unikill. Meanwhile, Maximus Seite, nicht schlecht aufgestellt, drei Einheiten Bren Lloyd und das D2 schon beim Upgraden. Map Control natürlich, ja, nicht so. Kato versucht, misslungen bei ihm, das ist das einzig Gute daran und das Defensive Veteran Status 1 auf dem Halftrack. Wie gesagt, Fahrzeuge würde ich immer defensiv upgraden, weil einfach die Bonusse, die man dadurch erhält, einfach viel vorteilhafter sind. Und wiederum sind die ganzen Panzerelite-Fahrzeuge sowieso mehr out of plastic, würde ich jetzt mal sagen. Ja, er will diesen Fuel nicht aufgeben. Das Upgrade für die Panzerschrecks habe ich bereits. Muss irgendwie den Branker ja vertreiben hier. Bisschen Damage konnte ich machen auf dem Brancher, das kommt mir vielleicht später zugunsten, wenn er ihn nicht repariert und der Panzerschreck nur einen Schuss dafür braucht. Geben Sie uns Ihre Befehle durch. Panzerschreck Einheit Nummer 1, die zweite braucht noch ein wenig wegen der zu wenigen Munition. So, jetzt heißt's schön außen an der Map entlang fahren. Und die eigentliche Mission durchzuführen, das D2 zu zerstören. Hier mittlerweile sehen wir den Briten schon wieder auf meinen Cut-off-Punkt zu gehen. Ist natürlich jetzt nicht so schön. Eine weitere Panzergrenadiereinheit einfach zum bisschen zu verteidigen hier. Hier und da ein bisschen nervig sein mit dem Grat. Muss hier allerdings gleich abbrechen. Ja. Wenn das erfolgreich durchgeführt wurde, das D2 zu zerstören, dann bin ich ein Fan davon, mit der Luftwaffendoktrine auf die linke Seite zu gehen, auf die falschen Jägereinheiten, welche man mit drei Erfahrungspunkten freischaltet. Ist natürlich dann einer der besten Anti-Impfeinheiten von der Panzerelite und gegen Panzer muss ich mir soweit dann eh keine Gedanken mehr machen, weil eben das D2 zerstört worden ist. Wir sehen hier, steht es auch schon. Wir schauen mal ganz kurz, was Maximus baut. Er hat bereits eine Bio-Einheit, baut hier ein paar Gräben, dass ich einfach mit dem Fahrzeug nicht so cool durchkomme. Und ja, hier jetzt die Panzerschrecks schießen auf das D2. Optimalfall würde ich mal sagen. Und schon ist der 2 zerstört, plus Veteranstatus. Die Schrecks mache ich gerne auf Offensiv, weil sie dann auch gegen Infanterie auch natürlich besser sind. Soweit so gut.
Ich kill auch gern die MG-Nester wegen der zusätzlichen Munition, zusätzlichen Veteranenstatus, Erfahrungspunkte. Und natürlich auch brauche ich die Erfahrungspunkte für die falsche Mega. So, schauen wir mal, was hier noch geht. Wir sehen einen weiteren Graben, noch keine Piaz am Upgraden. Schauen wir mal nach, hat er die Ammo? Nein, hätte er nicht. Wegen einfach diesen Ammo-Punkt, dass er hier nicht gekappt hätte, hatte am Anfang. Und ja, darum. Aber man weiß das eben, man kann das nicht so gut einschätzen, manchmal, wie viel Munition jetzt der Gegner wirklich hat, ob er jetzt genug für Piaz hat oder nicht. Ein bisschen auf Distance bleiben. Ah, hier der einsame Kampf um den Fuel. Auch das letzte MG-Nest erfolgreich gekillt. Jetzt fahre ich nochmal schauen, ob das D2 oder D3 kann es nicht sein, aber D2. Genau, perfektes Timing. Das heißt, irgendwie blockieren und schauen, ob man das nochmal erledigen kann. Dann ist man sowieso schon in einer sehr guten Lage. Man sieht meine Map Control mittlerweile, naja. Aber seine ist okay. Er hat zwar keinen Fuel Connection hier, aber hat immerhin mir die Fuel genommen. Hier hat er Geschwindigkeitsregler reingehauen. Daher muss ich jetzt reinhüpfen. Und auf Verfolgungsjagd gehen. Versucht hier noch eine Bofors zu bauen, dass er mir ein Fahrzeug auf dem Rückzug erwischen könnte. War anscheinend noch weit vom Vollenden entfernt, darum hat er es lieber abgerissen. So. Ja, ist ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel jetzt. Und hier haben wir schon die erste Fallschirmjägereinheit. Die habe ich bewusst in das Haus abgesetzt, weil ich hier eine Brandgranate reinwerfen möchte, dass sie diesen Graben im besten Fall abreißt. Hat natürlich auch funktioniert, sehr gut. Hat hier einen zweiten, sehr cooler Move von ihm, muss man an der Stelle sagen. Aber da war ich ein bisschen schneller mit besetzen. Und das D2 hat es auch wieder mal geschafft, erfolgreich anzugehen. In Kürze. Schrecks aussteigen. Bam. Optimal. Hier. Ciao. Ja, jetzt hat es mir gereicht. Haben wir gedacht. Abfahrt. Jetzt geht es dem Bren und dem Lloyd an den Kragen. Lloyd down. Wett 1 auf Alchemjäger. Beast Mode. Unsere Nachschubwege wurden unterbrochen. Ein Sektor ist vom Nachschub abgeschnitten. Der Feind ist auch weiterhin stark und verfügt über 300 Punkte. Renkeria wurde vernichtet. Lloyd wurde vernichtet. Und wir schwenken mal ganz kurz auf die Position von ihm. Das nächste D2, das dritte mittlerweile schon. Rückt näher. Wir haben bereits Wett 3 und Wett 2 offensiv auf den Schrecks. Unaufhaltsam die Jungs jetzt. Hier natürlich auch vorteilhaft das Verstärken am Treppenfahrzeug, das leider jetzt angegangen worden ist. Angegangen ist. Ja, hier lieber zurückziehen, weil sonst passiert eventuellen Snipeschuss. Ah, böse. Ja, viele Verluste in diesem Spiel, beiderseits. Bislang jetzt aber wieder gut aufgestellt, der Panzer-Elite-Spieler. Hier entscheide ich mich dafür, dass ich diese Einheit vorschicke und mit der nächsten Einheit, die wohl sowieso eine Zeit lang in der Base sich aufhalten muss, mit dieser weiter hin das D4 baue. Und lieber die Manpower nutze, um an der Front zu kämpfen. So, nun
Ich so langsam aber sicher auf Panthers. Manpower habe ich leider noch gar nicht. Das Upgrade kommt schon, nur ein Gebäude fehlt mir noch und das Marder-Upgrade. Hier ein bisschen scouten, was so abgeht. Der Feind wird niemals in der Lage sein, unser Territorium unseres Unterstützungskommandos. Ja, mittlerweile Map Controller auch wieder sehr gut für mich. Unser Feind hat noch 200 Punkte. Britte hat zwar noch einiges an Einheiten. Kommt jetzt auch bald die zweite Piat wahrscheinlich. Er müsste aber einfach mal auf die linke Seite gehen und die VP capen, ansonsten trainen die natürlich runter. Extrem. Entscheidet sich jetzt für die Mitte eventuell. Ja. Das letzte Upgrade, bevor die Panthers aufs Battlefield kommen. Oder sagen wir mal das vorletzte, dann noch das HQ Upgrade. Hier schön die Wand nutzen, Green Cover ausnutzen. Um den Cut-off Point am besten zu beschützen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Panzerschrecke nicht die Mauer zerstört. So, jetzt das AQ Upgrade noch für die Panthers. Wir verlieren einen Sektor an das Commonwealth. Hatte wahrscheinlich noch keinen Cooldown von der ersten Brandgranate. Es dauert etwas länger bei den falschen Mega-Einheiten. So, das Panther-Upgrade ist draußen. 300 Manpower trennen uns noch von den Panthers. Ja, der Captain kommt jetzt nicht mehr wirklich viel, was er machen kann. Der 17-Pfünder könnte noch etwas reißen, aber 100 VPs. Man sieht sehr dominant 500 VPs noch auf meiner Seite, also stabil. Und dann kommen auch schon die schönen Panthers aufs Feld gleich. Das muss man natürlich jetzt festhalten, wenn die da rausrollen. Sehr geil. Wir verlieren ein Treibstofflager an den Feind. Das T3 wäre jetzt die Produktion. Hätte auch Manpower und Fuel dafür, aber die VPs werden knapp. Und ja. Wie man sieht, ohne AC überhaupt kein Problem gegen den Briten zu gewinnen, auch wenn man fatale Fehler macht. Wichtig ist die Strategie und wie man sie ausführt. Ich schätze mal, es ist eine sehr gute Strategie, vor allem gegen Briten auf der Map. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen, konnte euch helfen. Vielleicht ist jetzt im Mois wieder einer der Map. Einer von den Maps, die ihr wieder lieber spielt mit Panzerelite. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Sky. Haut rein.